Wann limitiert die CPU im Spiel? Welche CPU braucht man für welche Grafikkarte? Wann so ein kleiner i3 den i9 sogar in der Spieleleistung in der Praxis übertrumpft, darum geht es heute in ein paar praktischen Beispielen. Ich habe dazu zwei ungleiche Geschwister einer Generation hier ausgepackt, beziehungsweise die Packung hingepackt. Also im großen Karton der kleine i3 und im kleinen Karton der große i9. Also der i3-12100F und der Top-Notch-CPU i9-12900K. Der kleine i3, der ist gar nicht mal so schwach. Das ist schon 4-Kerner mit 8 Threads. 4-Kerner und 8 Threads, das war vor ein paar Jahren noch ein i7. Topmodell, kann man meinen. Also ich will die jetzt nicht miteinander vergleichen, den mit den alten i7, aber ja, ganz so erwartbar schlecht. Es ist eine 100 € CPU, schneidet der einfach nicht ab. Ja, die Grafikkarte ist maßgeblich, hauptsächlich verantwortlich für die Spieleleistung und der Rest ist dann so, naja, der soll halt nicht so limitieren, der RAM, SSD sowieso nicht, aber gleich danach kommt die CPU. Man kann sich's einfach machen, ja, man kauft sich einfach eine dicke CPU zur dicken Grafikkarte und umgekehrt. Aber witzigerweise braucht man eigentlich das Gegenteil. Also es reicht, provokant gesagt, ein i3 für eine dicke 3090 in UHD-Grafik. Warum? Weil einfach so eine CPU mit wenigen FPS klarkommt. Wo da so das Limit ist, dafür haben wir die zwei CPUs in drei Auflösungen, Full HD, WQHD und 4K UHD in drei Spielen durchgejagt. Da sehen wir auch den Unterschied in den jeweiligen Spielen und in den jeweiligen Auflösungen. Also die drei Spiele sind da Cyberpunk 2077 als großen Raytracing-Grafikkracher, Total War Warhammer 3 als Strategiespiel, wo man ein bisschen mehr CPU-Impact erfordert und Call of Duty Warzone als Shooter-High-FPS-Game. Und die beiden CPUs haben wir auf einem Z690-Board getestet. Das da kommt hier von Gigabyte. Es war ein Aorus Z690. Ja, das Ganze ist ein Product Placement, aber das soll uns nicht weiter stören. Auf irgendeinem Board müssen wir ja testen. Und ich darf auch deswegen auf die aktuelle Aktion von Gigabyte, die Z690-Aktion mit 100 € Steam-Guthaben Cashback. Also ihr kauft euch ein Z690-Board von Gigabyte und bekommt da bis zu 100 € Steam-Guthaben zurück, wenn ihr da eine Bewertung hinterlässt bei einem der Shops nach dem Kauf. Zum Gigabyte Mainboard selbst, das haben wir schon ausführlich vorgestellt in einem extra Video, das verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Ansonsten geht's jetzt zu den Spielen und den Vergleichen der beiden CPUs. Zunächst mal schauen wir uns Cyberpunk 2077 an, in der aktuellen Version 1.5. Wir haben hier unseren aktuellen Grafikkarten-Benchmark hergenommen und schauen einfach mal an, was für Unterschiede das ganze System mit einer RTX 3070 auf dem Z690-Board mit den jeweiligen CPUs macht. Und was uns zunächst hier auffällt, egal welche Auflösung, Full HD, WQHD oder UHD, die Balken sind alle fast gleich groß. Ich habe jeweils das P1 dazugepackt. Erkläre ich kurz. P1 ist das erste Perzentil, also der Durchschnitt aus dem kleinsten ersten Prozent aller Werte. Also das, was man früher so als Minimum angegeben hat. Aber das ist ziemlich ungenau, weil wenn es da mal einen Spike gibt, relativ nach unten, so ist das ein viel aussagekräftiger Wert. Wir sehen hier in Full HD eigentlich nur einen minimalen Unterschied, aber auch nur in Full HD. Bei den anderen ist es jeweils quasi, je höher die Auflösung, umso weniger ist es vorhanden. Was hier relevant ist, ist einfach auch der Unterschied vom P1 zum Durchschnitt. Also je weiter die beiden Balken hier auseinander sind, umso mehr zappeln die Frametimes einfach. Deswegen sind diese Balken einfach nur die halbe Wahrheit und deswegen schauen wir uns auch mal ein paar Frametimes an. Die Frametimes zeigen hier schon ein praxisnäheres Bild, aber man sieht hier auch, die unterscheiden sich nicht großartig voneinander. Also der dicke 16-Kerner, also beziehungsweise hier nur 8 Performance-Kerne vom i9 mit den 4 Kerne und 8 Threads von den
i3. Also wirklich für Cyberpunk sehen wir hier, ist es wirklich schnurzegal, was für eine aktuelle CPU man hat. Jetzt schalten wir Raytracing an. Wir haben jetzt vermutet, okay, Raytracing, ja, fordert doch ein bisschen mehr die CPU. Also haben wir das Ganze nochmal in Raytracing gemacht. Und wie Sie sehen, sehen Sie wieder nichts. Die Skalierung ist ein bisschen anders. Man darf sich hier nicht von der Höhe der Balken täuschen lassen. Die Performance, ich schalte nochmal hoch von 90 FPS auf 40. Also mehr als die Hälfte an Leistung geht hier quasi allein mit Raytracing Psycho verloren, auch schon in Full HD. Also ist es ja okay, nicht unbedingt ein praxisnahes Szenario, weil man würde hier DLSS dazu schalten und dann wäre das Ganze nicht ganz so schlimm. Aber gut, wir wollten eben Raytracing sehen und ob das wirklich mit der CPU hier einfach irgendeinen Einfluss zeigt. Aber auch hier, ich denke, brauchen wir uns gar keine Frametimes anschauen. Ist durch die Bank alles gleich. Also in Spielen wie Cyberpunk oder Raytracing ist die CPU schnurzwurscht. Kauft euch ruhig einen i3 zu eurer 3090. Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Dafür wird man mich jetzt arg bashen, oder? Ich gehe lieber weiter. Total War Warhammer 3 ist, ja, ich sag mal gleichermaßen CPU und GPU intensiv. Man mag meinen, ja, so Strategietitel, da ist mehr Gewusel und ein bisschen mehr CPU-Last dabei. Stimmt auch, aber so ein aktueller Titel wie Warhammer 3, der fordert die GPU auch schon ziemlich. Wir haben hier in mittleren Details gebenchmarkt, wohlgemerkt in einer Schlacht, wieder in unserer GPU-Testszene in unserem Grafikkarten-Benchmark jeweils wieder in den drei Auflösungen und hier nebeneinander habe ich das jeweilige P1 auch wieder dazu gepackt. Orange ist der i9, blau der i3 und wir sehen hier nur in Full HD. Auf einmal ist hier ein Unterschied, auch nur von 10 FPS im Durchschnitt. Das sind aber nicht mal 10%. Also wir haben hier schon mehr erwartet, erst recht in den anderen Auflösungen. Da sieht man wieder nichts. Aber gerade weil hier es einen Unterschied gibt, schauen wir uns da mal die Frametimes an. Und jetzt sehen wir was wirklich Interessantes. Hier der grüne Chart ist der i9, der orangene ist der i3. Wir sehen hier bei Warhammer 3 richtig dicke Spikes. Gerade mit dem i9. Beim i3 sind keine. Ja, der i9 ist ein bisschen schneller. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Aber diese Balken, deswegen erzählen sie nur die halbe Wahrheit. Weil man genau diese dicken Spikes, und das sind richtig fette Ruckler. Nicht mal Mikroruckler, will ich sagen. Die kann man auch wirklich schön sehen im Spiel. Einfach weil das noch so schrecklich optimiert ist. Deswegen ruckelt es ziemlich arg, wenn man einfach kein V-Sync anmacht oder andere Optimierungen, die man eigentlich anmachen sollte, was wir immer machen im Benchen. Ich mag hier unten diese sortierte Reihe. Daran sieht man einfach schön, ja, die meisten sind unterhalb. Also die grüne Linie ist hier wieder der i9, sind leicht unterhalb der orangenen Linie, dem i3. Also es sind quasi schneller die Frametimes, aber es gibt hier richtig viel mehr Spikes. Und das ist dann letztlich das Störende. Und das sagt kein FPS-Balken aus, sondern deswegen ist es wichtig, auch mal auf die Frametimes zu gucken, um zu sehen, ja, die Grundlinie hier, die ist schmaler. Und man hat hier ein dickeres Grundrauschen beim i3. Aber trotzdem, die Spikes, die sind da. Ich habe den CPU-Kollegen in Delft mal gefragt, ja, woran liegt das? Ja, einerseits, das Spiel ist noch ziemlich, ja, halbwegs unfertig, bananenmäßig, reift aktuell noch beim Kunden. Ich kann mich erinnern, rein zufällig zocke ich das gerade und meinem Vorgänger war das auch schon so. Ich hoffe, das wird mit dem Patch noch behoben. Und der Dave meinte, das liegt auch mit an den Effizienzkernen, die einfach so ein i3 einfach nicht hat. Die stören hier einfach und machen einfach umso dickere Spikes. Wir haben auch ein paar Spikes beim i3 drin, aber bei weitem nicht so große, dass sie so arg stören. Eben weil sie eben noch weiter runter regelmäßig vor allem absacken. Deswegen ist das so immer eine Stotterpartie in Warhammer.
Fazit hier für dieses Spiel. Es ist ja bekannt, dass so Multithreading und viele Threads oder allgemein mehr Kerne nicht unbedingt viel besser ist in Spielen. Hier sehen wir auch, dass so ein richtig guter Vierkerner, was der i3 ja mittlerweile ist, absolut ausreicht und vielleicht sogar ein bisschen besser ist als solche Top-Modelle, die mit Kernen und Threads nur so um sich schmeißen. Ein ganz anderes Bild sehen wir jetzt bei Warzone. Während grafikintensive Sachen zeigen, CPUs quasi fast immer bis auf ein paar Details Wurst, sehen wir jetzt bei so High-FPS-Sachen einfach ein dickes Limit. Also nicht nur einen dicken Unterschied zwischen dem i9 und dem i3, sondern auch einfach, dass der i3 richtig tief bleibt. Man sieht hier, dass Warzone immer ins CPU-Limit läuft und das ist einfach bei 50 FPS circa. Egal welche Auflösung. Fazit daraus kann man schon ablesen, Sony 3 eignet sich ganz einfach nicht für so aktuelle Shooter wie Warzone. Andere Shooter mögen anders performen. Ich glaube, so ältere Sachen wie Counter-Strike ist da nicht ganz so schlimm. Und daran sieht man einfach. Also da ist die Grafikkarte dann wiederum egal. Nicht die CPU wie bei hohen Auflösungen, sondern die Grafikkarte. Ich kann hier eine 3090 dazu packen. Die CPU macht hier dicht. Bei 50 FPS, der i3 zumindest. Zum Glück gibt es da Zwischenmodelle, i5, Ryzen 5, wie sie alle heißen und so weiter, die dann ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und auch eine bessere Performance. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Ich wollte hier einfach nur diesen einen Unterschied zwischen zwei richtig unterschiedlichen CPU mal darlegen. Einfach, weil er auch in anderen Spielen irgendwie gar nicht vorkommt, hier aber schon extrem. Schauen wir uns auch hier einfach mal die Frametimes an. Am besten auch hier in Full HD, wo der Unterschied so krass ist. Hier sehen wir ein typisches Bild von, eigentlich wenn es ins CPU-Limit läuft, was es auch hier macht. Der i9, die Frametimes, niedrige Frametimes sind höhere FPS, also ist hier niedriger besser, läuft hier viel gleichmäßiger und hier zappelt es viel mehr und natürlich ist auch das Niveau auch dicke unterschiedlich, also viel weiter höher, dreimal so hoch als wie beim i9. Das sehen wir, dazu brauchen wir das L-Chart gar nicht. Das sehen wir auch hier oben schön an den Frametimes. Dafür sind die auch richtig schön aussagekräftig, dass das Ganze einfach nicht mehr unbedingt flüssig läuft. Und da lohnt sich einfach ein richtig guter Prozessor. An der Stelle darf ich nochmal auf das Gigabyte-Gewinnspiel hinweisen, dass es neben dieser Steam-Guthaben-Aktion auch aktuell gibt. Und zwar gibt es dreimal das Z690 Aorus Master zu gewinnen. Den Link packen wir euch in die Videobeschreibung. Macht da gerne mit. Viel Glück! Fazit von der ganzen Geschichte. Wenn ihr in UHD zockt und nicht unbedingt dreistellige FPS habt, kauft euch zur RTX 3090 einen i3? Natürlich nicht unbedingt. Aber man sieht einfach, je weniger die FPS eine Rolle spielen, beziehungsweise je niedriger sie sind, weil die GPU einfach vorher schon dicht macht, umso weniger ist auch die CPU entscheidend. Was heißt das? Natürlich kauft man sich, wenn man jetzt hunderte, tausende Euros für eine 3090 ausgibt, sowieso eine dicke CPU dazu, weil so ein i9 dann auch nicht mehr ins Geld reingeht. Aber es muss nicht unbedingt ein i9 gleich sein mit diesen vielen Effizienzkernen, die auch, wie wir hier sehen können, manchmal Probleme machen können. Ja, Hyperthreading kann man deaktivieren und das Ganze umgehen. Unter anderem auch die Probleme, die jetzt noch ein paar, erst recht die neueren Spiele haben. Und eine dicke CPU kauft man ja auch ein bisschen für die Zukunftssicherheit. So ein System kann man ja später aufrüsten mit einer neuen Grafikkarte, auch wenn die 3090 nicht so schnell out sein würde. Aber auch das hat es gezeigt, dass der i3 gar nicht mal mehr so die Low-End-CPU ist, die ja vielleicht noch früher war. Ja, wir haben immer so als Budget-King den i5 präsentiert. Ist er nach wie vor. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Hier oben i5-12400F ist auch nicht wirklich teurer, also wenn es euch um den Preis ankommt, die 140 Euro gegenüber der 100 von dem i3. Aber trotzdem sehen wir hier, der i3, der
liefert trotzdem eine solide Basis fürs Gaming. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Krücke für Office-PCs, sondern hier kann man auch durchaus schon, weiß ich nicht, wenn man auf ein Mittelklasse-System von Full HD bis WQHD schielt, kann man da durchaus mit einem i3 arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier jetzt was gebracht, was geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Und das ist mein Aufruf an euch und mein Versprechen auch an euch. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, beantworten wir jede Frage von euch in den Kommentaren hier unten. Also, lasst uns mal über die ganze Sache reden. Ich bin gespannt auf euch und wir sehen uns dann in den Kommentaren und sowieso bis zum nächsten Mal. Glocke, Abo, Like und so weiter, das Ganze kennt ihr ja schon. Bis zum nächsten Mal und tschüss.